Moin, hier ist wieder euer Uli. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und in diesem Video möchte ich euch gerne ja, die Vorteile durch Halbmarathon-Training erzählen und euch das ein bisschen näher bringen, wenn euch und dich das interessiert und vielleicht du gerade dabei bist, ja, mit deinem Halbmarathon-Training zu starten, beziehungsweise ja, noch nicht ganz davon überzeugt bist und jetzt nochmal dich über die Vorteile von Halbmarathon-Training informieren möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Und jetzt geht es auch schon los mit den Vorteilen, die ich jetzt euch erzählen möchte. Ja, die Halbmarathon-Distanz, das ist eine ganz beliebte Distanz, sogar mittlerweile noch beliebter als die Marathon-Distanz. Und das hat natürlich auch seine Gründe, denn der Trainingsaufwand ist natürlich deutlich niedriger, wobei man auch so 3 bis 4 Mal in der Woche laufen muss, wenn man sich jetzt in so einer 12-wöchigen Vorbereitung für einen Halbmarathon befindet. Nichtsdestotrotz musst du nicht so viele Wochenkilometer machen. Und das ist auch schon ein großer Vorteil. Die Trainingsumfänge sind deutlich niedriger als jetzt beispielsweise bei einer Marathonvorbereitung. Da musst du schon viel mehr Zeit einplanen und es passt bei den meisten Leuten meist auch nicht so in den Alltag rein. Deswegen ist es immer richtig cool, vielleicht für einen Halbmarathon erstmal zu trainieren, weil man da viel schneller auch die Erfolge hat. Und aufgrund des geringen Trainingsumfangs. Ja, ein weiterer Vorteil ist, dass die Vorbereitungszeit natürlich auch deutlich geringer ist. Na, also wenn du jetzt Anfänger bist und jetzt dann so ein Jahr läufst, dann kannst du auch mal mit dem Halbmarathon starten. Einige sagen auch, man kann das auch schon früher machen, aber ich würde dir aus meiner Erfahrung empfehlen, mindestens mal solltest du schon mal ein Jahr regelmäßig, also ein Jahr regelmäßig mal laufen gewesen sein. Dann kannst du nach dem Jahr sagen, okay, jetzt möchte ich gerne mal einen Halbmarathon angehen und dann fängst du halt diese ja, 12-wöchige Vorbereitung an, beispielsweise, und dann bereitest du dich dann auch auf deinen Halbmarathon vor. Deswegen ist die Vorbereitungszeit da auch deutlich kürzer. Na, also für einen Marathon sollten es dann auch mal so 2 Jahre sein, eine Vorbereitungszeit. Ja, ein weiterer Vorteil ist, dass die Regenerationszeit nach deinem Halbmarathon-Wettkampf deutlich niedriger ist. Das heißt, du kannst so ungefähr nach 10 bis 14 Tagen wieder mit einem normalen Training starten, wo du auch wieder Tempoeinheiten machst beispielsweise. Davon rede ich gerade nicht, dieses normale Zotteln, was man macht, im Wohlfühltempo vielleicht, wo du dann 5, 6 Kilometer Läufe machst, das meine ich nicht, sondern du kannst mit einem Training so nach 10 bis 14 Tagen wieder richtig starten. Und da hast du natürlich eine viel schnellere Regenerationszeit gegenüber dem Marathon beispielsweise. Ist auch ein Vorteil beim Halbmarathon-Training. Gerade für Halbmarathon-Anfänger ist es auch ein Vorteil, dass dir das Training jetzt über 12 Wochen auch eine gewisse Sicherheit gibt, den Halbmarathon auch sehr gut zu schaffen. Denn du wirst dich daran gewöhnen, längere Strecken zu laufen. Und das gibt dir nachher die nötige Sicherheit, auch einen Halbmarathon-Wettkampf durchzuziehen. Also im Zweifel läufst du dann schon mal im Training einen Halbmarathon bzw. 20 Kilometer und bist dann schon mal wirklich gut dabei und schaffst das dann auch sehr gut und hast eine Sicherheit dabei. Ja, ein weiterer Vorteil, den ich sehr wichtig finde, ist, dass die Intensität bei einem Halbmarathon-Wettkampf deutlich höher ist. Du kannst das natürlich viel schneller laufen, du hast da ein erlebbareres Gefühl als beim Marathon, was die Geschwindigkeit angeht. Im Regelfall ist es so, wenn du das erste Mal einen Marathon läufst, dann ist es recht langsam. Ich kann das aus meinem Ultramarathon, wenn ich das jetzt selber laufe, mal so 50 Kilometer Lauf oder auch 100 Kilometer Läufe mache, was ich in der Corona-Zeit sehr intensiv gemacht habe. Den verlinke ich dir auch gerne mal hier oben rechts beim Video, damit du dich da mal informieren kannst und mich auch mal näher kennenlernen kannst. Da ist es halt immer so, das gleiche geht auch für einen Marathon, wenn du da Einsteiger bist, so wie ich das damals auch war im Ultramarathon, dass man da relativ langsam läuft und da ist eine gewisse Leidenszeit natürlich da, aber dieses intensive Gefühl, was man im Wettkampf hat, wenn man schnell läuft, das hat man mehr beim Halbmarathon. Und das finde ich auch richtig cool, weil man dann auch nochmal ja, sich selber spüren kann und auch diese Leistung spürt, die man abliefern muss. Deswegen ist es für mich auch ein Vorteil. Ja, ein sehr guter Vorteil ist natürlich, wenn man jetzt eine 12-wöchige Vorbereitung auf einen Halbmarathon macht, dann trainiert man im Regelfall 3 bis 4 Mal in der Woche. Das Laufen kommt natürlich noch andere Aktivitäten dazu, damit man eine gewisse Rumpfstabilität hat und so weiter. Dazu habe ich auch schon sehr viel erklärt hier auf meinem YouTube-Kanal. Gerne mal vorbeischauen bei den anderen Videos.
Verlinke ich dir natürlich auch hier oben. Aber was ein großer Vorteil ist halt durch diese Vorbereitung ist, es ist das perfekte Abnehmprogramm. Ne? Also bei so viel Sport, so viel, was du machst dann in der Zeit, du wirst einfach abnehmen. Und deswegen empfehle ich das auch immer sehr meinen Teilnehmern. Ne? Die haben meistens dann nicht so das große Problem mit dem Abnehmen, aber manche sind auch dabei und die sagen halt, ja, ich möchte auch gerne abnehmen und so weiter. Und da ist halt immer dieses Betreute, aber auch diese Vorbereitung auf ein bestimmtes Event, auf einen Halbmarathon, eine ideale Möglichkeit abzunehmen. Ja, mich würde mal interessieren, welche Vorteile fallen dir denn noch ein? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten für alle, die Bock haben auf ja, den Halbmarathon, auf dieses Thema und da auch eine Betreuung brauchen, meldet euch gerne bei mir. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, aber auch hier oben in der Ecke. Meldet euch einfach bei mir, dann coache ich euch und dann wünsche ich euch erstmal noch viel Erfolg bei euren Vorhaben, Halbmarathon zu laufen. Ja, und ansonsten abonniert gerne den Kanal, Glocke aktivieren, dann verpasst du auch kein Video mehr. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Würde ich mich drüber freuen. Zum nächsten Video geht's hier lang. Und ja, bis dahin. Ciao.